Nächstes Thema, anderes Thema, ist das Thema Entscheidungen. Das kennt man ja aus dem privaten Umfeld vielleicht zunächst mal sehr naheliegend. Menschen tun sich schwer, für sich eine gute Entscheidung zu treffen und dann versucht man ihnen über Ratschläge jeglicher Art die Entscheidung zu erleichtern. Das ist scheinbar ein Thema, was viele Menschen beschäftigt. Wie hast du das wahrgenommen in deiner Beratertätigkeit, in deiner Tätigkeit in Organisationen, das Thema Entscheidungen auch von Systemen, das sind ja Entscheidungen von vielen Menschen abhängig. Das sind ja so verschiedene Ebenen mit dem Thema, die mit dem Thema Entscheidung zusammenhängen. Ja, wenn du das Wort Entscheidung verwendest, dann fällt mir eigentlich ein Vortrag von Rudi Wimmer ein einem unserer Symposien oder Dialogforen, ich weiß nicht mehr gerade, was es war. Der hat ja eine interessante Definition gehabt, die bei mir hängen geblieben ist. Der sagt, die Hauptaufgabe des Managements ist, Entscheidungen herzustellen. Das heißt, ein Management ist gut, wenn es die richtigen Entscheidungen an der richtigen Stelle herstellt. Und das heißt zunächst mal, es gibt was zu entscheiden. Es ist nicht sozusagen einfach nur das Bejahen der Entwicklung, die sich ohnehin stattfindet. Dafür braucht man dann ja keinen Entscheider. Und scheint von daher wirklich auch in Unternehmen ein großes Thema zu sein. Also Menschen haben es einfach ganz unterschiedlich leicht oder schwer mit Entscheidungen. Das hat natürlich auch mit ihren biografischen Hintergrundbühnen zu tun, aber auch mit ihrem Persönlichkeitstyp. Es gibt ja diese, in dem Modell von C.G. Jung, was du ja dann weiterentwickelt hast, diese eine Achse gedanklich ordnen, gefühlsmäßig bewerten. Das fällt mir zum Thema Entscheidung ein. Also bin ich jemand, der das listenmäßig abarbeitet und versucht, die Pro- und Kontraseite einer Entscheidung mir vorzunehmen? Oder vertraue ich auf ein Bauchgefühl, auf eine seelische Abwägung? Das wären für mich so zwei Ebenen von Entscheidungsfindung, was, glaube ich, vielen Menschen erstmal einleuchtet, sie zu fragen, wie triffst du eigentlich Entscheidungen? Machst du das, weil du es irgendwann für dich spürst, das ist eine richtige Entscheidung an der Stelle, oder sie sieht so und so aus und andere sind ja da sehr eher mit dem Kopf unterwegs. Ja, also das ist ein gutes Schema, das ist mir auch eingefallen. Also in dem Jungschen Schema, der sagt ja eine gute Beurteilung der Wirklichkeit und damit natürlich auch eine gute Beurteilung, was gilt es überhaupt zu entscheiden und zu was wird eine Entscheidung führen, hat was mit ganz verschiedenen Wirklichkeitszugängen zu tun. Und das eine ist, wenn ich jetzt mal gerade um diesen Kompass, den der Jung ja da als Metapher verwendet hat, rumgehe und im Osten anfange, das ist bei ihm die Wahrnehmung. Zunächst ist natürlich wichtig, dass sich alle relevanten Fakten, das, was man mit Sinnen erfahren kann, einbeziehe oder zumindest welche, die wichtig gewesen wären, nicht vernachlässige. Also, dass ich nicht entscheide, jetzt mitten in der Nacht zu meiner Geliebten nach 300 Kilometer entfernt zu fahren, ohne zu prüfen, ob ich noch Benzin im Tank habe. Na, da kann die emotionale Geklärtheit, ich will dahin, dann doch dazu führen, dass ich eine schlechte Entscheidung treffe und dann die Nacht auf der Autobahn mit Benzin besorgen, verbringen werde. Also für eine gute Entscheidung ist einfach irgendwie notwendig, die relevanten Tatbestände ins Auge zu fassen oder zumindest, wenn erkennbar ist, dass sie wichtig wären, sie nicht auszublenden und zu vernachlässigen. Wofür ich nicht bin, ist jetzt sozusagen alle Entscheidungen zu Fakten, Entscheidungen zu machen. Dann entstehen dann große Matrizen. Das heißt Das aber kennen nicht, wir auch. das ist das, also wenn ich jetzt dann in den Norden dieses Schemas gehe, das wäre, dann habe ich jetzt ganz viele Fakten und die tue ich gedanklich ordnen und Gesichtspunkte. Und dann habe ich ganz viele Argumente und es ist natürlich auch wichtig, dass ich Zusammenhänge, die ich beachten sollte, nicht unbeachtet lasse, wie zum Beispiel Tankfüllung und Entfernung, die ich fahren möchte. Aber dass es sozusagen, wenn ich es gedanklich richtig einordne, was zu entscheiden ist und was daraus werden wird,
wenn das ich dabei nicht gegen wesentliche Prinzipien verstoße, muss man das auch nicht zum Exzess treiben. Und sehr oft ist es ja so, dass ob eine Entscheidung richtig ist oder nicht, hängt ja davon ab, welche Befriedigung sie abwirft. Das ist einer meiner Lieblingssprüche von dir, ob eine Entscheidung gut ist oder nicht, hängt mehr vom Tun danach ab. Das ist nochmal eine andere Dimension, Version, aber ja, hängt bestimmt. Auch doch, ich werde ja so oft gefragt, ja, aber welche Entscheidung erzeugt dann Stimmigkeit für mich? Mhm. Und das ist natürlich sehr schwer, für außen das zu entscheiden, was stimmig ist für jemanden. Ne? Weil wenn der eine fürs eine brennt, ist es natürlich falsch, sich fürs andere zu entscheiden, obwohl das vielleicht mehr Verdienst, mehr Status oder sonst was hergeben müsste. Also man muss sich, um mit Entscheidungen umzugehen, irgendwie auch mit dem Fühlen beschäftigen oder gefühlsmäßiges Bewerten, wie ich es dann genannt habe, wobei Jung sehr deutlich macht, dass das eigentlich nicht Emotionen oder Affekte meint, sondern das Gefühl für Stimmigkeit. Das, was ja innere Goldwaage manchmal auch genau, wird, das hast du genau, so innere gezeichnet. Goldwaage. Ja. Und manche Menschen, die sind da relativ gut ausgestattet und haben diese innere Goldwaage trainiert in ihrem Leben, die wissen eigentlich ganz gut, ob was stimmig ist für sie und können dadurch ganz, ganz viele Entscheidungsmöglichkeiten ausschließen, weil sie wissen, selbst wenn sie, die Klärung ist nicht notwendig, weil egal wie sie ausgeht, es würde ohnehin nicht stimmen für mich. Die können auf diese Weise natürlich jeweils die Optionen, um die es geht, relativ gut auf verkleinern, sodass sie nicht ersaufen in den theoretischen Möglichkeiten. Für manche Menschen spielt dann auch, und diese Funktion kann man auch trainieren, aber die kann man eben nicht trainieren, indem man jetzt möglichst viele Fakten einbezieht und möglichst viele Entscheidungsmatrizen gedanklich produziert, sondern das ist eine Frage der Stimmigkeit. Da braucht man Verfahren, wo man einen anderen, der spüren kann, ob was für mich stimmt oder nicht, oder mit Menschen darüber zu sprechen, wie sie mehr spiegeln können, ob sie das Gefühl haben, das wäre stimmig oder nicht. Also Gold, das Gewicht von Gold kann man eigentlich nicht rechnen, um es zu wissen, sondern man muss es auf andere Goldwaagen legen und dann in diesem sich spiegelnden Wegen lernen, die eigene Waage auch zu eichen. Und das ist natürlich eine ganz andere Art von Pädagogik, wie man zu einem guten Entscheider werden kann. Und um jetzt das Schema vollständig zu machen, aber dass es auch nicht zu lang wird, sehr oft hat es eben auch damit zu tun, dass ich entscheide, weil ich irgendeine Ahnung habe, wohin ein Weg mich führen könnte. Und manche Menschen haben einfach keine Ahnung. Und wenn ich nicht weiß, wofür, ist es natürlich schwer zu wissen, was eine richtige Entscheidung ist. Also insofern ist diese Visionsfähigkeit eben auch eine Schulung. Aber das gilt natürlich für alle Art von Wirklichkeitsbeurteilung, besonders aber natürlich, wenn ich das Gefühl habe, ich muss, jetzt sage ich mal, verwende ich eine Metapher für Entscheidung, muss jetzt eine Weiche stellen. Und je nachdem, wie ich die stelle, fährt der Zug dann einfach in eine andere Richtung. Und da kommen wir jetzt zu dem Spruch, der dir eingefallen ist. Manche Menschen blockieren sich dadurch, dass sie auf jeden Fall die richtige Entscheidung treffen wollen. Und es gibt natürlich Lebenssituationen, da muss man mit der Entscheidung einfach leben, die man getroffen hat. Da wäre natürlich einem jedem lieber, hätte die richtige getroffen. Aber das sind eigentlich die wenigsten Situationen. Sehr viel mehr Situationen. Und da braucht man ja gerade einen Entscheider. Da spricht vieles für das eine Gleis und vieles für das andere Gleis und vielleicht noch für ein drittes und viertes. Und das, wofür die Entscheidung sein soll, dass man nämlich danach auf gute Weise unterwegs ist, hängt gar nicht so sehr davon ab, wie man die Weiche stellt, sondern wie man danach diesen Weg geht. Und da gibt es eben Menschen, also die, nachdem sie eine Weiche gestellt sind und drüber gefahren sind, zurückgucken
Und anstatt diesen Weg so gut wie möglich zu gehen, dauernd damit beschäftigt sind, wären die anderen Wege nicht besser gewesen oder hätte ich nicht besser die Weiche ganz anders stellen sollen und warum denn nur? Und dann wird die Entscheidung, die Sie getroffen haben, zu einer schlechten Entscheidung, weil Sie sie nicht zu einem guten Lebensweg machen. Und ich persönlich habe mich mein ganzen Leben nie groß mit Entscheidungen beschäftigt. Ich habe irgendwie immer sozusagen die Weichenstellungen, die sich angeboten haben, zunehmend natürlich auch. Ich habe dann schon ein gutes Gefühl dafür gehabt, von den Alternativen, die da sind, welche irgendwie die stimmigeren sind, aber ich habe die nie besonders durchdacht. Oder ich werde manchmal gefragt, was für einen professionellen Lebensplan hast du dir gemacht und wie hast du eigentlich entschieden, dass... Ich habe das alles nicht so ausdrücklich gemacht, sondern ich habe eher darauf geachtet, dass die Richtung gestimmt hat, die Art und Weise, wie die nächsten Schritte sein können, gestimmt haben und habe dann einfach das Beste draus gemacht. Und ich habe die Fähigkeit, das haben nicht alle Menschen so, das, was ich nicht gewählt habe, dann auch aus dem Bildschirm zu nehmen. Also ich kann dann, das kann man jetzt als Abwehr benennen. Und ich habe ja auch schon psychiatrische Etiketten dazu geschoben gekriegt. Ich wäre ein schizoider Typ, dass ich mich nur immer auf das konzentriere, was vor mir ist und alles andere vergesse. Ja, da hat aber den großen Vorteil, dass ich das, womit ich mich beschäftige, auch wirklich ganz machen kann und dadurch es so befüllen kann mit Sinn, dass ich hinterher dann auch das Gefühl habe, ist gut geworden. Anderer Weg wäre auch gut geworden. Es ist eigentlich gar nicht die Weichenstellung wirklich gewesen, sondern wie ich mich dann danach bewegt habe. Das trägt in mir nochmal diese zeitliche Dimension eigentlich von Entscheidungen an. Ich kann die Entscheidung treffen sehr kurzfristig, indem ich sage, was kann ich überblicken? Und es gibt sicherlich eine langfristige Dimension von Entscheidungen zeitlich. Und dazu fällt mir wieder diese, auch worüber wir vor kurzem schon mal gesprochen haben, diese Metapher des Waldbauern und der Schonung ein, also dem ganzen Thema Nachhaltigkeit, dass ich eben manche Sachen anlege, ohne dass ich genau das Ergebnis wahrscheinlich selber genießen kann, kann. Also diese zeitliche Unterschiedlichkeit von Entscheidungen nochmal zu sehen. Und das ist auch wichtig, dass ich ein Gefühl dafür habe. Also das hat natürlich was auch damit zu tun, ob ich meine Entscheidung ergebnisorientiert oder richtungsorientiert treffe. Ich treffe meine Entscheidung richtungsorientiert. Ich entscheide mich für das, was sich richtig anfühlt, auch oft, wenn ich noch nicht weiß, was das Ergebnis sein kann. Oder auch unabhängig davon, ob ich persönlich das Ergebnis haben werde oder wann das Ergebnis eintritt. Also es ist mehr eine Entscheidung für die richtige Richtung und den Lebensweg dorthin. Und wenn Menschen denken, sich an den Ergebnissen hauptsächlich orientieren, das ist eine andere Art von Entscheidung. Und dann kann sein, dass sie Richtungen nicht wählen, die eigentlich erfüllend wären, weil sie keine Kalkulation für ein Ergebnis haben. Deswegen bin ich persönlich ja auch nicht für Zieldefinitionen so sehr. Also zumindest nicht, was Lebenswegentwicklung betrifft. Die Menschen wollen sich da immer Ziele setzen. Ja, ich hatte Leute in der Beratung, die haben sich zum Ziel gesetzt, Geschäftsführer zu werden. Da haben sie 20 Jahre lang alles gemacht, um Geschäftsführer zu werden. Und dann haben sie das Ziel erreicht. Und dann ist ihnen irgendwie der Faden gerissen. Weil sie vielleicht dabei gar nicht immer in die richtige Richtung gegangen sind. Also mehr, wenn ein Ziel auch eher eine Richtung eigentlich verdeutlichen soll. Dann schon. Eben, und das ist in unserer Gesellschaft so geworden, dass die Menschen von Zielen reden, wenn sie eigentlich Richtung meinen. Ja, genau. Und Ziel meint ja einen Punkt auf einem Weg. Und der lässt sich ohnehin selten kalkulieren, weil komplexe Ziele sich ja dadurch auszeichnen, dass ich gar nicht alle Fäden in der Hand habe. Aber wenn ich lerne mir Maßstäbe, wonach ich mich korrigiere, weil ich ein Gefühl für richtige Richtungen habe. Und da spielt natürlich Intuition und gefühlsmäßiges Bewerten eine große Rolle. Wenn ich diese Maßstäbe in Vordergrund hebe, dann kann sein, dass ich wo ganz anders zielmäßig lande, als ich mir das habe vorstellen können.
Aber das ist kein Problem, weil ich mich nicht an einem Ziel orientiert habe, sondern an Richtung und vielleicht, jetzt in der Metapher gesprochen, an Leitplanken, wo ich merke, jetzt komme ich vom Weg ab in der einen oder anderen Weise. Und deswegen, wenn ich Menschen helfen möchte, gute Entscheidungen zu treffen, helfe ich ihnen eher, Richtungen, Wege und Leitplanken zu definieren, als Ziele zu definieren. Ja. Und das ist ja aber trotzdem an ganz vielen Stellen ja häufig gerade das Thema Ziele zu arbeiten. Teams brauchen Ziele, Organisationen brauchen Ziele, aber eigentlich sind da für mich wirklich, das wird mir jetzt auch nochmal klar, mehr die Richtungen eigentlich gemeint. Ne? Oder ja. Es wäre eigentlich Ihnen anzuraten, eher damit Richtungen zu meinen, ja, als jetzt ganz konkrete Ziele, weil häufig liegt ja auch im Gehen und im Beschreiten des Weges erst die Zielerarbeitung, also das Ergebnis, worauf es dann rausläuft. Vieles kann man gar nicht so absehen oder gar nicht so genau im Vorhinein bestimmen, was klar mit smarten Zielen ja häufig gemeint ist, also nach ganz bestimmten Gesichtspunkten angelegte Ziele. Ja, also es gibt natürlich Bereiche, in denen Ziele sinnvoll sind. Ja. Zum Beispiel, ich habe das Ziel, dass die Liquidität am Jahresende so ist, dass wir nicht pleite sind. Ja. Klar, also so das ja, im Sinne von notwendigen Bedingungen, ja, aber nicht im Sinne von hinreichenden Bedingungen. Und was Entscheidungen betrifft, ich habe das Gefühl, dass sehr viel Ineffizienz darin liegt, dass Menschen nicht keine gute Gewohnheit entwickelt haben, wann sie entscheiden wollen. Also ich merke das ja auch bei uns im Unternehmen oder in der Beratung, dass es Menschen gibt, die wollen gerne, dass man Dinge klärt und entscheidet, lang bevor sie da sind. Und ich persönlich habe dazu eigentlich immer eine Abneigung, weil ich das Gefühl habe, ich muss erst in hinreichender Nähe sein, um zu wissen, was richtig ist. Und wenn ich noch zu weit davon entfernt bin, muss ich das irgendwie mir erschließen. Und ich kenne Kollegen, die das machen und die dann die Konstruktion, die sie sich gemacht haben, zum Maßstab zu machen. Und wenn sie näher kommen, wo ich sagen würde, jetzt müssen sie eigentlich doch merken, dass sie sozusagen sich ein Entscheidungsschema gemacht haben, das gar nicht diese Relevanz hat und jetzt müssen sie das ändern, bleiben sie dann manchmal in ihrem Entscheidungsschema, passen sich dann die Entscheidung nicht an das an, was das Leben wirklich bringt, machen von daher auch gar nicht so gute Erfahrungen und meinen dann, das liegt daran, dass sie nicht gut genug, frühzeitig genug geplant haben, planen nächstes Mal noch früher, noch genauer. Und dann wird es ein Teufelskreis und ich reagiere an der Stelle dann immer eher so, dass ich sage, jetzt, wie bei einer Bergwanderung, jetzt sieh mal zu, dass wir erstmal da drüber sind und dann sehen wir nochmal neu aufs Gelände und dann können wir entscheiden. Und gleichzeitig, wenn man in der Metapher bleibt, eine gewisse Idee, in welche Höhen will ich vor und was brauche ich dafür an Ausrüstung, braucht es natürlich auch an der Stelle. Also was für eine Art von Wanderung und Expedition haben wir eigentlich vor? Das klar ist eine Metapher, die du selbst gerne benutzt. Wenn wir halt auf den Himalaya wollen, dürfen wir nicht mit einem kleinen Rucksäckle los. Da braucht man vermeintlich ein bisschen mehr Ausrüstung. Ja, und das ist wie immer dann eine Frage der Verhältnismäßigkeit, genau, und des Maßes. Natürlich kann man etwas, was wirklich langfristig gesichert sein muss, nicht nur in Anschauung der jeweiligen Etappe, genau, dann entscheiden. Und da gibt es auch Menschen, die einfach nicht genügend weit denken. Mhm. Die brauchen dann eher das. Die andere Seite, ja. Aber es gibt eben auch die sozusagen eine Sicherheit und Entscheidbarkeit herstellen wollen, viel zu früh oder einfach ohne in hinreichendem sinnlichen Kontakt damit zu sein, dass alle diese Funktionen, von denen wir gesprochen haben, im jüngsten Sinne überhaupt arbeiten können. Mhm. Weil das einfach zu sehr konstruiert ist. Mhm. Aber auf der anderen Seite vom Pferd gefallen ist auch nicht geritten. Es ist ja immer eine Frage des dynamischen, richtigen Gleichgewichts im Spannungsfeld ganz verschiedener Dimensionen. Und die Extreme innerhalb der Dimension sind ja immer falsch. Also an den Polen ist jede noch so sinnvolle Dimension einfach falsch.
Gibt es ein weiteres Modell, was mir zu dem Entscheidungsthema noch einfällt, ist das, was du ja in dem Perspektiven-Ereignismodell nochmal niedergelegt hast, was wir ja auch gerade bei uns im Medienbereich häufig sehen. Also die eine Idee ist, ich sammle erstmal für mich wesentliche Perspektiven ein, die zum Beispiel eine Lernplattform aus unserer Sicht bringen müsste. Das ist die eine Weise, an eine Entscheidung ranzugehen. Die andere ist, ich gucke mir an, welche existierenden Möglichkeiten gibt es denn, auf die wir zugreifen können und was bieten sie, und von der Seite an eine mögliche gute, für uns gute und tragende Entscheidung ranzugehen. Also das finde ich auch nochmal eine hilfreiche Unterscheidung, jetzt unabhängig von dem Beispiel, für in Bezug auf und für Entscheidungen. Ja, das ist wirklich eines unserer nicht ganz so sofort verständlichen, aber wichtigsten Modelle. Ja, finde ich auch. In sehr komplexen Situationen, und wir haben es ja sehr oft zum Beispiel im Medienbereich damit zu tun, neigen viele Menschen dazu, durcheinander zu denken. Mhm. Also nicht zu sagen, okay, worauf kommt es mir jetzt an? Zum Beispiel gute User-Nutzbarkeit, es soll nicht so teuer sein und so weiter. Und das sind meine Perspektiven. Ja. Und wenn das ist, was, das sind die Richtungen, die Korridore, innerhalb deren das, was wir machen, dann Sinn machen soll. Und dann kann ich daraus überlegen, wie müssen eigentlich konkrete Tools können wir auswählen, welche sich dafür eignen oder nicht, oder wie können Ereignisse, die wir zusammengestaltet werden, so gemacht werden, dass sie jede dieser Beurteilungskriterien auf eine ganz gute Weise befriedigen. Mhm. Und natürlich ist wichtig, aus den Gestaltungsgesichtspunkten dann in die konkrete Inszenierung zu gehen. Und zwar Inszenierungen zu machen, die den wichtigsten Perspektiven gleichzeitig zu arbeiten. Und das ist dann, da braucht man einfach Inszenierungskompetenz. Oder umgekehrt gibt es eben, kann ich ein konkretes Ereignis haben und sagen, ja, dieses Ereignis leistet bisher, dass wir uns mal wieder gesehen haben, dass wir ein paar Absprachen treffen, aber es läuft sich vielleicht auch so ein bisschen tot und wir könnten sehr viel mehr bei der Gelegenheit für unser Zusammenwirken leisten. Wir könnten nochmal klären, ob die Berufszufriedenheit durch das, was wir da machen, zusammen für alle in ganz unterschiedlicher Weise gegeben ist. Wir könnten überlegen, ob die Zusammenarbeit, die dazwischen reinläuft, ob die eigentlich befriedigend ist, ob es Job-Enrichment-Bedürfnisse gibt und. Und dann kann man ein Ereignis einfach um Perspektiven, die dabei mit inszeniert werden sollen, erweitern. Aber man kann schlecht beides gleichzeitig tun. Und das tun viele, die dann mal von dem, was ihnen dabei wichtig ist und mal von dem, wie es konkret umgesetzt werden soll, durcheinander denken, und dann entsteht einfach eine totale Verwirrung, die sehr oft dazu führt, dass dann irgendwelche Entscheidungen getroffen werden, die weder eigentlich richtig gute Ereignisse sind, noch eigentlich den entscheidenden Perspektiven zuarbeiten. Mhm. Also entscheiden, nochmal um aufs Wort zurückzugehen, heißt ja, dort, wo sich die Dinge scheiden, sozusagen die Notwendigkeit der Scheidung aufzuheben, entscheiden. Und das kann ich entweder dadurch tun, dass ich eine Variante finde, dass die verschiedenen Perspektiven, die mir wichtig sind im Leben, vereinen, dann brauche ich mich nämlich gar nicht entscheiden. Mhm. Ja? Also wenn ich sozusagen verschiedene Dinge, die mir wichtig sind, zu verschiedenen Wegen erkläre, dann scheidet sich, was mir wichtig ist, und dann kann ich mich zwar vielleicht für den einen oder anderen Weg entscheiden, aber unter Zurücklassung von etwas, was mir sehr wichtig ist in meiner Entwicklung. Und eine Entscheidung kann ich dadurch herstellen, dass ich das, was zueinander gefügt werden kann auf einem Weg, auch wirklich zueinander füge. Also insofern ist sehr viel Entscheidung auch durch integrierende Inszenierungskompetenz zu leisten und nicht durch Auswahl von Teilperspektiven wegen
die, egal wie ich sie gehe, eigentlich immer so viel offen lassen, dass es eigentlich kein guter Weg ist. Also in dem anderen Modell wäre es quasi die Inszenierung des Ereignisses so anlegen, dass möglichst viele der tragenden Perspektiven für mich darin Berücksichtigung finden. Genau. Damit will ich aber jetzt nicht wieder im Extrem die Idee verbreiten, auf jedem Weg findet man alles, das geht auch nicht. Und mit jeder Frau heiratet man nicht alles, was an einer Frau schön sein kann. Sondern dann kommt auch der Punkt, wo man sagt, okay, ich habe jetzt sozusagen meine Entscheidungskompetenz durch Integrationskompetenz, durch Inszenierungskompetenz, durch Vielsinnhaftigkeitskompetenz ausgeschöpft. Und dann wähle ich jetzt diese Variante und gehe auch, und ich weiß, dass ich dabei vielleicht Dinge zurücklasse, die entweder unwiederbringlich sind. Das ist der Preis. Für alles, was man wählt, versündigt man sich an dem, was man nicht wählt. Das gehört zum Leben. Und später im Leben, wenn man merkt, dass man auf diese Weise tatsächlich zugunsten dessen, was man ins Leben gebracht hat, anders eben nicht hat ins Leben bringen können, ist wichtig, dass man sich damit versöhnt und es ist auch nicht nur schönredet. Also ich habe einen alten Schulfreund wieder getroffen, dessen jeder vierte Satz war, dann habe ich wieder alles richtig gemacht. Und man merkte, dass er dauernd damit beschäftigt war, sich selbst zu erklären, dass alles richtig war. Das kann nur aus der Motivation kommen, dass er das Gefühl hat, dass er vieles auch nicht richtig gemacht hat. Für den wäre das ein Segen, wenn er sagt, und ich habe auch vieles falsch gemacht und ich kann mich damit versöhnen. Also. Aber ich finde den Punkt, dass du sagst, es gibt eben auch Dinge, die man dadurch ausschließt oder ausschließen muss, nochmal einen ganz wichtigen. Also ja. Wenn man es jetzt nochmal auf das Beispiel der Frau oder auch auf unser Beispiel der Entscheidung für eine Medienplattform bezieht, dann heißt es einfach, wenn man von der konkreten Sache ausdenkt, dass diese Plattform manches eben kann und manches nicht kann. Und Sie ist für uns dann tauglich, wenn sie möglichst viele unserer Perspektiven in der Art und Weise, wie sie gestrickt ist, berücksichtigt, aber manche auch nicht. Aber dann ständig sich mit weiteren Perspektiven zu beschäftigen, die da auch noch hätten drin sein können, oder ganz konkret Funktionen, die da hätten drin sein können, die aber nicht drin sind, führt dann ja häufig eher genau zu dem, was dann... Ja. Klar oder auch eher latent an Unzufriedenheit dann rüberkommt. Ja. Und wir müssen vielleicht auch aufpassen, dass wir nicht immer alles wollen. Ja. Also ich stamme jetzt natürlich noch aus einer Sozialisation, wo man nicht erwartet hat, alles im Leben zu kriegen, sondern wo es normal war, dass man was gekriegt hat und andere Dinge nicht. Und ich finde es auch, diese Selbstbescheidung, also neben dem, dass man natürlich sehr viel Integrationskompetenz entwickelt. Nicht nur Kargheit, meine ich damit. Aber sich dann auch bescheidet, das zu leben und für das zu stehen, kann einem mehr Zufriedenheit bringen und von den anderen auch mehr Sichtbarkeit, wer man ist, als wenn man alles sein möchte. Und das spielt natürlich auch eine Rolle, zum Beispiel, wenn jemand eine professionelle Identität oder ein professionelles Profil aufbaut, dass er lieber wenigeres oder kleineres wirklich ausfüllt, als viel und groß auch noch haben möchte, weil er denkt, er ist sonst irgendwie weniger wert und das dann nicht mehr ausfüllt. Also das hat dann einfach sehr viel mit Sinn für Erfüllung zu tun. Und Erfüllung ist mehr eine Qualität als eine Quantität. Und damit stellen wir natürlich unser gesamtes wirtschaftliches System dann wieder in Frage, wo uns ja immer versprochen wird, dass alles geht, dass es schnell geht und dass, wenn wir nur irgendjemandem irgendwelches Geld abdrücken, er uns dann hilft, diesem Ideal zu entsprechen. Und das macht aber Menschen eher unglücklich. Aber dieses Erfüllte hat ja schon immer auch mit dem Außen zu tun, also mit dem, was für uns jetzt auch gesellschaftlich an Maßstäben gilt, wofür man etwas wert ist oder wie man gesehen wird. Ja, also sprich, das hat eigentlich wieder beide Seiten, sowohl das eigene Erleben und auch die, jetzt in unserer Berufswelt, die professionelle Identität, die jemand mitbringt, aber auch der Spiegel dessen, was andere dann davon sehen oder wie sie es eben selbst empfinden und wieder zurückgeben. Ja. Also da sind wir ja an vielen Stellen verlockt, auch durch
durch äußere Faktoren zu denken, wenn ich mehr mitbringe oder mehr darstelle, dann werde ich mehr gesehen oder bin ich mehr wert. Also da kommen wir jetzt eher in eine gesellschaftliche Dimension. Und ist ja auch nicht immer ganz falsch. Ja. Also ich sage ja nicht, dass man jetzt da auf Entsagung machen soll, aber man braucht Resonanz, man ist abhängig und wenn ich natürlich, auch wenn ich selbst für mich nicht wichtig finde, aber ich arbeite gegen Unternehmen, in dem ganz dass ich zum Beispiel eine Jacket anziehe oder so, ist dort wichtig, dann muss ich mich natürlich schon irgendwie arrangieren. Und wenn ich etwas erreichen möchte, das die Billigung und die Autorisierung anderer braucht, muss ich mich ein Stück damit arrangieren, wie die diese Billigung und Autorisierung auch vergeben. Und manches will ich dann vielleicht nicht mittragen. Und mit manchem muss ich mich arrangieren, weil ich sonst gar nicht ankoppeln kann. Also es ist immer so eine Balance von, wie ist der Kontakt genug dicht, dass wir uns, dass da auch tatsächlich ein Austausch stattfindet. Aber ich muss ja in einer Weise irgendwie auch eigen sein, sonst hat der andere ja durch die Unterschiedlichkeit gar nicht einen wirklichen Gewinn. Und das ist auch ein lebenslanger Balanceakt. Und wenn wir das jetzt nochmal zurückbeziehen auf Entscheidungen, heißt es eben auch, es macht auch Sinn, Entscheidungen für sich zu prüfen und also in der verschiedenen Art und Weise, wie du es vorhin erklärt hast, und auch immer wieder in den Spiegel und Abgleich zu bringen mit dem Außen, mit relevanten Personen. Das machen wir ja hier auch didaktisch sehr stark, eben zu gucken, was kommt bei anderen, bei Dritten, relevanten Dritten, Lernpartnern dann davon an. Genau. Ja, und das dialogische Prinzip ist da ganz wichtig, das nicht von vornherein ausschließt. Einflüsse. Dort, wo es in den Organisationsbereich reingehen, ist nur gleichzeitig auch wichtig, dass wir jetzt nicht in so eine neue, jeder darf überall mitreden, Philosophie reinkommen, dass man sich darauf besinnt, welche Organisationsräume es gibt. Und dass natürlich dieser Austausch als Haltung wichtig ist und als Vorgang gerahmt wird, seinen Platz hat, aber dann ist auch gut. Ja. Und das muss auch durch die Autorisierung der Organisationsrollen dann auch irgendwo geklärt werden, wo genug gesprochen ist und man dann auch wirklich was tut. Weil manche Sachen werden durch noch mehr Reden nicht besser, sondern man muss dann erstmal ein Stück geschehen. Aber auch da ist das Extrem in der einen Weise so schlecht wie das Extrem in der anderen. Also da sehen wir wieder, die Kontexte sind da natürlich nochmal ein wichtiger Punkt, klar. In welchem Feld bewegt man sich mit dem Thema Entscheidung. Also wir sind ja ausgegangen von der Frage, was sind Entscheidungen, was fällt dir, was fällt uns zu dem Thema Entscheidung ein, dann um zu gucken, in welchen Rollen eigentlich beschäftige ich mich mit dem Thema Entscheidung. Und man kann jetzt natürlich dann auch nochmal fragen, ist Entscheidung am Ende eigentlich ein rationaler Vorgang? Ich glaube das nicht. Das ergibt ja auch dieses Jungsche System von vornherein. Sondern irgendwo haben wir natürlich Grundorientierung, die in unserer Biografie gewachsen sind. Was und wie, auf welchen Ebenen wir überhaupt welche Art von Entscheidungen treffen. Und ich finde, da kann jeder auch seine ganz eigene Art haben. Also ich wurde jetzt zum Beispiel, gerade gestern habe ich eine Beratung in einer der Ausbildungsgruppen gehabt. Das hat eine Frau gefragt, soll ich jetzt eigentlich diesen Chefposten annehmen oder nicht? Dann hätte ich jetzt mit ihr sehr viele Entscheidungskriterien berücksichtigen können. Und es war absehbar, dass sie also solche schon mit vielen Leuten besprochen hat. Ich bin dann auf eine ganz andere Ebene gegangen. Ich habe gesagt, wenn ich dir so zuhöre, sind es die Einwände, die du bringst, kommen mir sozusagen vorsichtshalber vor. Ich würde sagen, wenn ich dir zuhöre, du hast dich bereits, es hat in dir längst entschieden, dass du es machen willst. Und dann hat sie gesagt, ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich richtig entschieden habe. Und dann habe ich gesagt, da sind wir jetzt beim ganz anderen Thema. Lass uns doch mal kurz in deine Geschichte gucken. Wie hast du denn wichtige Entscheidungen bisher in deinem Leben getroffen? Das heißt, ja, mein Studium, das habe ich spontan entschieden, das war genau richtig. Den ersten Arbeitgeber habe ich spontan entschieden, war genau richtig. Mein Ehepartner
Ich habe spontan entschieden, das ist der Richtige zum Heiraten. Wir sind seit 12 Jahren verheiratet. Mit Ups und Downs, wie in jeder Ehe, aber war eigentlich richtig. Und dann hatte ich eine ganz andere Frage und sagte, warum, wenn du dich zu deine spontane Entscheidung wahrnimmst, warum sollte das denn jetzt falsch sein? Gibt es Anhaltspunkte dafür? Kann ja mal sein, dass man jetzt in eine Sphäre kommt, für die das dann vielleicht nicht stimmt. Und man dann aber trotzdem an dem alten Muster der Entscheidungsfindung festhält. Auch genau. Und dann hat sie das für sich nochmal geprüft und gesagt, ach nee, eigentlich, wenn du mir das so spiegelst, es stimmt, ich bin entschieden und eigentlich weiß ich keinen ernsthaften Grund, warum die Entscheidung, das zu wollen, falsch sein könnte. Und dann kamen wir auf einen ganz anderen Fokus, der war nämlich der, dass wenn sie sich dafür entscheidet, wird wahrscheinlich der, der jetzt den Posten hat, abserviert. Naja. Und das war dann ein ganz anderes Thema. Und das wurde dann einfach auf eine andere Ebene geschoben. Und deswegen ist es auch, wenn man sich mit seinen eigenen Entscheidungen, sowohl als Individuum wie auch als Organisation befassen will, immer auch ganz gut ein Stück die Geschichte anzugucken und die Storys, die sich ranken um Entscheidungen herum und dass man dann auch nicht Probleme aufmacht, die keine sind. Und wann immer es geht, das habe ich vorher vergessen zu erwähnen, wir nennen das ja hier in der Beratung den experimentellen Ansatz. Oft entsteht eine zu martialische Vorstellung, wie fundamental die Entscheidung sein müsste. Und dann führt kein Weg zurück, und wenn ich das einmal gemacht habe. Und sehr oft ist es der Versuch, durch eine übermäßige Festigkeit der Entscheidung und Festlegung eigentlich die Unsicherheit zu überspielen, beziehungsweise wenn man das dann so eher definiert, dann entscheidet man sich lieber nicht, um sich nicht festzulegen. Und das hat sehr oft was damit zu tun, dass die Menschen eine falsche Vorstellung von Festlegung haben. Als dürfte Festlegung nicht sein, jetzt für den Moment entscheide ich es mal so und so, das ist das, wofür ich garantieren kann. Und da können wir uns entscheiden, gemeinsam einen Experimentier- und Lernprozess zu durchlaufen. Und wenn wir diesen Lernprozess gemacht haben, dann können wir nochmal klären, wo wir wirklich sind. Also das hat oft mit einer falschen Vorstellung, wie festlegend oder wie beliebig eigentlich Entscheidungen sind. Sehr viele Menschen haben eine zu enge Vorstellung davon, wie sehr sie sich festlegen müssen. Und die einen legen sich dann so fest und bleiben dann eng. Und die anderen, aus Furcht, dass es so wird, halten sich völlig offen und können dann schlecht in eine gewisse, zumindest Experimentierverbindlichkeit gezogen werden. Und dann entstehen natürlich die komplementären Prozesse von den anderen, die sich zu festlegen. Da wollen die anderen immer auflockern und werden subversiv, was die immer mehr ängstigt und sich immer mehr dazu führt, dass sie an dem Festgelegten festhalten wollen und es auf jeden Fall rechtfertigen wollen. Ich habe immer alles richtig gemacht. Und die anderen, die sich, weil sie, und da kommt man ja gar nicht drauf, dass sie ein zu enges Verständnis von Festlegung haben, sich nicht festlegen wollen. Und die anderen versuchen, die immer festzunageln, wie das dann manchmal sprachlich heißt. Und das führt natürlich erst recht dazu, dass sie sich nicht festlegen wollen, weil die ja das eigentlich, das dahinterstehende negative Bild von Entscheiden aktiviert, weshalb sie dann entscheidungslos bleiben wollen, weil sie falsche Vorstellungen haben, wie sie ihre Freiheit verloren geht.